Hallo Sportsfreunde, heute haben wir den 28. Februar. Wir hatten heute Nacht 17 Grad minus. War ein kurzer Blick in den Witwerschlag. Die Witwer haben nach wie vor noch jeden Tag Freiflug, auch bei diesen hohen Temperaturen. Sie werden allerdings von der Versorgung her nun nicht mehr mit Diätfutter versorgt, sondern erhalten auch etwas Reisemischung, damit sie auch diese kalten Temperaturen recht gut überstehen. Der Zustand der Vögel ist eigentlich sehr gut. Sie glänzen, sie haben sehr viel Temperament. Es hängt auch damit zusammen, dass sie jetzt eben auch ständig Freiflug hatten. Die sind natürlich jetzt Ende Februar, morgen ist März, auch in dem Zustand, dass sie dann über wenig angepaart werden können. Ja, so sieht es momentan aus. Der Falke und auch der Habicht oder Sperberweibchen sind momentan auch da. Es haben sich allerdings die Vögel auch ein bisschen auf diese Situation eingestellt. Zum Beispiel war heute früh der Falke da. Sie haben dann nach einigen Runden eigentlich auch sofort dann, wie der Falke kam, den Schlag aufgesucht. Ob das immer gut ist, kann man noch nicht einschätzen, wie sich das nachher später bei der Reise vielleicht auch auswirken könnte. Aber das ist Spekulation und da kann man noch nicht groß weiter was zu sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, sind alle noch vorhanden. Wir haben jetzt über 8 Wochen Freiflug. Ich sage mal, Probleme mit den Muskeln, Skifliegen und so weiter wird es wahrscheinlich nur nicht mehr geben. Dafür sind sie jetzt doch recht gut durchtrainiert. Und wenn alles nach Plan läuft, werden die Witwer, wie gesagt, Mitte März angepaart. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Im Moment ist in der Planung so, Anpaarung, 3. Wochenende März und Aufzucht eines Jungtiers durch die Witwer. Es soll damit erreicht werden, dass die Tauben auf den ersten Flügen noch auf ein großes Junges fliegen, um sie dann nach hinten hin nach wie vor noch in einer guten Form zu bekommen. Zurzeit wird allerdings auch etwas verdunkelt. Und das ist dies ja das erste Mal, dass ich das mache. Schauen wir mal, wie sich das nachher in der Reise auswirkt. Ob positiv oder negativ, das muss man sehen. Man muss alles erstmal probieren und dann kann man einschätzen, ob es dann sich zum Positiven gezeigt hat oder nicht. Ja, der Lack von den Tauben ist richtig gut. Sie kriegen auch regelmäßig noch ihr Bad, immer am Montag, das auch bei Minusgraden. Ich habe da noch nie irgendwelche Nachteile oder irgendwas gesehen. Also es war eigentlich immer so, dass die Tauben auch dann zum Abend trocken waren und eigentlich das Gefieder momentan von dem Witwer richtig gut ist. Ja, Sportsfreunde, 28. Februar, kurzer Zustandsbericht. Das zweite Video, was ich heute noch machen werde, wird dann mal wieder ein bisschen Taubengeschichte noch sein. Ja, so sieht's aus. Ich wünsche alle einen schönen Tag oder Abend. Tschüss!